willkommen zu einem neuen What I Wore in the Week. Ich zeige euch gleich mein Outfit. Es ist heute eigentlich relativ warm, deswegen trage ich eigentlich nur ein T-Shirt. Und so für alle Fälle habe ich jetzt den Mantel an, aber ich glaube, den werde ich draußen vielleicht sogar wieder ausziehen, weil die Sonne scheint total. Ich wollte euch noch eine Sache sagen. Und zwar habe ich gestern meine Haare gewaschen und ein bisschen anders behandelt. Ich habe weniger Conditioner benutzt und kein Leave-In-Conditioner, kein Volumen, irgendwas. Dementsprechend sind sie auch ein bisschen platt. Und ich habe nur ein Öl benutzt und sie nicht gekämmt. Und ich finde, die sehen aus, als hätte ich die so leicht mit einem Glätteisen behandelt oder so. Also ich mag das total. Das ist das erste Mal in sehr langer Zeit, dass ich nichts mit meinen Haaren gemacht habe. Also nicht gelockt, nicht geglättet, nicht mit der Rundbürste geföhnt oder irgendwas. Und ich so aus dem Haus gehe und denke, das sieht gut aus und das nicht irgendwie einen Zopf mache oder so. Ich kann euch ja gerne mal schreiben, welches Shampoo und so weiter, Öl ich benutzt habe. Ich muss das mal weiter beobachten, aber ich bin sehr begeistert. Ihr wisst ja, ich habe in letzter Zeit ein bisschen Probleme mit meinen Haaren und dass sie so im natürlichen Zustand gut aussehen, ist für mich so, ja. Das hier ist mein Outfit für heute. Ich stehe im Moment total auf diese Ton-in-Ton-Outfits. Mag ich richtig gerne. Und es ist ein sehr And-Other-Story-lastiges Outfit. Ich habe dieses T-Shirt an mit dieser weißen Aufschrift. Das kennt ihr schon von And-Other-Stories. Es ist ein paar Jahre alt, aber entweder gibt es das noch oder ein sehr, sehr ähnliches. Das ist einfach nur ein sehr klassisch geschnittenes weißes Baumwoll-T-Shirt. Dann trage ich dazu diese so creme-weißen Straight-Leg-Jeans von And-Other-Stories. Die habe ich auch noch ein bisschen abgeschnitten. Und ich habe ja 2,5 Kilo abgenommen und deswegen geht die Hose jetzt zumindest wieder zu. Das war vorher nicht möglich, also habe ich sie einfach mal gleich angezogen. Wir sehen mal, wie es wird, wenn ich damit ein bisschen durch die Gegend laufe. Dann die Schuhe sind von Topshop. Die sind aus dem letzten oder vorletzten Jahr. Ich liebe die. Ich liebe ja Sockboots. Ich finde, Sockboots sind so die Schuhe, die für mich am besten aussehen an meinem Körper, mit meinen Beinen. Und ich mag die Farbe, weil die so subtil ist und nicht so in your face animal print, so Schlangenmuster haben. Und dadurch, dass die auch so neutral sind von der Farbe, finde ich, passt es auch zum Outfit, weil wenn ich jetzt weiße Sneaker oder so dazu angezogen hätte, hätte ich es zu neutral gefunden und mit schwarzen Boots irgendwie zu kontrastreich. Deswegen dachte ich, ich kombiniere es mit denen. Der Mantel ist neu. Der ist von And-Other-Stories. Mir passen And-Other-Stories Mäntel kaum. Und deswegen muss ich immer nach Mänteln gucken, die bei den Models sehr kurz sind, damit sie für mich perfekt sind von der Länge. Das ist eher ein kürzerer Mantel, also der geht mir so bis zu den Knien, aber ich mag das eigentlich ganz gern und der ist so ein bisschen leichter. Also für die Jahreszeit jetzt ideal. Und meine Tasche, das ist die dieser Halbmond, dieser Halbkreis von Arquette. Ich liebe die Farbe, das ist so ein schönes grün-grau, so ein bisschen schlammig, aber ich mag das total. Und was cool ist, ich zeige euch das nochmal bei Gelegenheit, man kann die Länge anpassen. Das heißt, man kann machen, dass die Tasche hier sitzt oder jetzt wie bei mir, so wie in den 90ern. Das mag ich im Moment sehr gerne. Ja, und das ist, wie gesagt, ein sehr neutrales Outfit, aber ich liebe das im Moment. Hi, willkommen aus der Vergangenheit. Ich vlogge heute und werde euch bestimmt auch bei Insta-Stories mitnehmen. Und zwar habe ich heute mein erstes Meet and Greet. Wir fahren jetzt gleich nach Köln. Ich muss dann noch meine Haare machen. Darum kümmere ich mich später. Wir müssen uns beeilen. Auf jeden Fall bin ich mega, mega aufgeregt und zeige euch mal schnell, was ich anhabe. Und ich will auch nicht um den heißen Brei herumreden. Leute, falls ihr eine gemütliche Hose braucht, die keine Jeans ist, rennt und kauft euch diese Hose. Übrigens habe ich noch meine Schlappen an. Die sind von Adidas. Und die besten Schuhe ever. Die sind mit Plüsch und ich liebe sie. Und ja, aber wir steigen jetzt mal in diese hier ein, weil die trage ich dann letztendlich auch. Okay, also nochmal das richtige Outfit. Also einmal trage ich einen ganz dünnen Wollpulli von Arquette. Liebe, absolutes Basic. Koss macht auch richtig, richtig gute Wollpullis. Dann trage ich einen Wollblazer von And-Other-Stories. Auch hier, falls ihr ihn noch nicht habt
und sowas braucht, rennt, holt ihn euch, weil das ist einer der wenigen Blazer, die wirklich optimal sitzen, unglaublich teuer aussehen, ganz tolle Qualität haben, auch so doppelreich und in diesem Blau mit diesem schönen karierten Muster. Also er ist einfach der perfekte Blazer. Man kann ihn im Winter so anziehen oder jetzt halt im Frühherbst, Herbst als Jacke, weil der halt eben mit Wolle ist, ist der halt ein bisschen dicker. Absolute Liebe. Dann wieder die Arquette-Tasche von gestern und wie gesagt diese Hose. Die ist von Yas. Yas. Und ich habe eben noch eine beige Hose gesucht, die keine Chino ist, die schön locker geschnitten ist und die mir vor allem hier gut passt und nichts einschneidet und in der ich mich einfach wohlfühle. Und es ist einfach die beste Hose ever. Die ist so gemütlich, so stretchy, so dünn, seidig vom Gefühl. Man kann hier einen Gürtel benutzen. Sie hat Taschen. Sie ist von der Länge perfekt. Also ich finde gerade mit Pumps oder solchen Mules dazu mega. Oder irgendwie, wenn ihr Sockboots habt, passt es auch richtig, richtig gut. Ich liebe diese Hose und die war auch nicht allzu teuer. Also wirklich, don't sleep on it, kauft sie euch. Und ja, die Schuhe, da werde ich immer noch ein paar Mal gefragt. Die sind leider aus den USA, nicht aktuell. Ich werde euch die Schuhe verlinken, die ich halt dazu noch finde, die so eine Schnalle vorne haben. Aber ja, ich kann euch sagen, in solche Schuhe würde ich wirklich investieren, weil die kann man im Büro anziehen, die kann man bei Events anziehen, Geburtstagsfeiern, bei allen möglichen Abendveranstaltungen und so. Und ich trage die eigentlich immer, wenn es ein bisschen schicker sein soll. Hello, heute muss ich ein bisschen mit dem Licht spielen. Es regnet. Deswegen habe ich jetzt was sehr, sehr Casual-mäßiges an. Ich muss einfach nur fix ein paar Erledigungen machen. Und dann bin ich schnell wieder im Büro, weil das ist ein bisschen eklig draußen. Ich trage mein Print-T-Shirt von And Other Stories mit diesen Lotusblüten drauf. Das liebe ich. Ich weiß auch, dass viele von euch das lieben. Das sieht halt so vintage aus. Ist es aber nicht. Es ist auch relativ lang. Das ziehe ich auch gerne mal auf Reisen an, einfach mit Leggings oder zu Hause. Dann meine treue Jeans, die Gott sei Dank immer passt, weil sie einfach super stretchy ist, von Vero Moda. Die war übrigens schon so abgeschnitten. Die kann ich euch auf jeden Fall mal verlinken, kann ich euch auch sehr empfehlen. Wie gesagt, das ist halt eine mit schönem Stretch, da fühlt man sich nie unwohl. Übrigens, was ich noch sagen wollte, die Ketten hier, die sind beide nicht aktuell, genauso wie die Ohrringe leider. Ich werde euch aber versuchen, ähnliche zu verlinken. Das mache ich auch in jedem Video, wo ich die trage. Nur damit ihr Bescheid wisst, weil immer ganz viele Fragen und es tut mir auch total leid, aber die sind halt nicht mehr aktuell. Dann habe ich einen Regenmantel an. Ich hatte ganz, ganz lange keinen, einfach weil ich keinen gefunden habe, den ich irgendwie schön genug fand. Klingt jetzt bescheuert, aber ich wollte halt einen haben, den ich auch jetzt nicht zu so Casual Outfits anziehen kann, wenn es einfach regnet und ich aber trotzdem zu einem Meeting oder so muss. Muss ich heute nicht, deswegen ist das Outfit auch dementsprechend casual. Der Regenmantel ist von Arket, der ist dünn. Die haben aber noch einen, der auch dicker ist. Ich war mir nicht ganz sicher, welchen ich bestellen soll, weil jetzt ist es gerade zu warm für den dicken, aber es wird auch schnell kalt. Naja, auf jeden Fall bin ich mit dem sehr zufrieden. Der hat hier so eine Kapuze dran, die man auch so richtig bis hier oben hin zumachen kann. Und Taschen, man kann den auch noch so anpassen, dass der ein bisschen anschmiegsamer am Körper ist und geht mir so bis zu den Knien. Finde ich auch in Ordnung von der Länge. Und dann trage ich meine Converse und dazu trage ich dann noch meinen Rucksack, den ich sehr, sehr viele Jahre schon habe. Den kann ich euch auch mal in die Infobox verlinken, obwohl den gibt es natürlich nicht mehr. Was Ähnliches. Aber ich habe euch ja gesagt, Outfit ist Outfit. Wenn ich das heute so trage, dann gibt es auch ab und zu einfach casual sehr einfache Outfits, aber es ist gemütlich und es erfüllt seinen Zweck. Hello! Heute ist ein sehr sonniger Tag, aber es ist ziemlich kalt. Deswegen ist mein Outfit auch ja, im Lagenlook gestaltet, damit es mir nicht kalt wird. Aber ehrlich gesagt, hier im Büro schwitze ich mir gerade einen ab. Es ist immer gefühlt auch 10 Grad wärmer als draußen tatsächlich. Okay, also den Wollblazer kennt ihr jetzt schon. Der ist von And Other Stories. Den kriegt ihr auf jeden Fall noch.
trage ich gefühlt jeden Tag Liebe. Den Pulli habe ich euch auch schon gezeigt, zuletzt in meinem letzten Favoritenvideo. Der ist schon so 2 Jährchen alt von H&M. Den habe ich aber letztens für euch rausgesucht und da habe ich gesehen, dass es den immer noch gibt und zwar im Super Sale. Und das ist so ein Wollgemischpulli und der ist aber schön dünn, also für die Jahreszeit jetzt eigentlich perfekt. Die Tasche ist von MCM. Es tut mir immer leid, wenn ich die trage, weil so viele fragen, ob es sie noch gibt oder ob es eine ähnliche gibt oder ob ich sie verkaufe. Aber nein, das ist mein Baby. Aber ich versuche euch immer ähnliche zu verlinken. Ich kann wirklich sagen, es ist meine einzige MCM-Tasche, aber die Qualität ist wirklich der absolute Hammer. Ich habe die jetzt schon 5 Jahre. Und ja, also ich finde die total toll. Werde euch versuchen, eine Alternative zu verlinken. Und immer, wenn ich so das Gefühl habe, ich will so ein bisschen Farbe, dann trage ich die. Hose kennt ihr schon. Ist die Vero Moda Straight Leg Jeans, die ja, ihr kennt und die einzige Hose ist, die mir passt. Und die ihr auch eine Weile sehen werdet, solange ich keine Hose finde. Also Jeans, die mir ordentlich passen und genauso bequem sind. Und die Schuhe, das sind die Sockboots von Mango, glaube ich. Die sind auch schon ein paar Jahre alt und ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile noch so viele Sockboots gibt. Ich werde gucken, ob ich was finde, aber meiner Meinung nach, also seit Jahren, die Schuhe für mich, weil die sind bequem, aber trotzdem haben sie so einen kleinen Absatz und machen den Fuß und das Bein schön schlank. Ich glaube, man kann bei mir immer ganz gut erkennen, wann bin ich nur im Büro, wann habe ich Meetings. Heute ist auf jeden Fall ein Meeting-Tag, ein ziemlich wichtiger sogar. Deswegen bin ich ein bisschen schicker angezogen, ein bisschen ist gut. Okay, fangen wir mit der Jacke an, mit dem Elefantenraum im Raum. Die habe ich bei der Aktion bekommen, wo ich mit meiner Freundin Sachen getauscht habe. Und die habe ich abgestaubt. Ich liebe die. Die ist natürlich sehr heftig inspiriert an einer ganz klassischen Chanel-Tweed-Jacke. Falls ihr einen eher klassischen Stil habt, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, ihr müsst jetzt nicht Chanel kaufen, aber so eine sehr klassische Jacke zu kaufen, weil die passt, finde ich, zu sehr vielen Sachen. Man kann die einfach mit Sneakern auch kombinieren, mit einer Jeans, wie ich jetzt habe, und T-Shirt oder auch mit einem schicken Etui-Kleid, was auch immer. Also ich finde die toll, wollte immer so eine haben, aber ich habe früher einfach noch nicht so richtig diesen Stil dazu gehabt. Ich finde, jetzt kann ich es eigentlich ganz gut in meinen Kleiderschrank integrieren, zumindest bei so einer fröhlichen Farbe wie mit der. Und das ist jetzt so meine Probe, ob ich diese Jacke wirklich oft genug trage. Ja, die war mal von Zara. Ich werde gucken, was ich euch da verlinken kann. Ich habe ehrlich gesagt heute nur alte Teile an. Wieder dieses T-Shirt von And Other Stories. Eventuell gibt es das noch, ich weiß es nicht genau. Dann die Hose, die mit Ach und Krach zugeht. Aber ich hatte sie ja schon mal an die Woche, deswegen ging sie heute ein bisschen besser an. Die ist auch von And Other Stories. Und dann trage ich auch die alten Schuhe aus den USA, wo ich euch eine Alternative verlinke. Und meine MCM-Tasche, die auch schon super alt ist. Aber so ist das halt, ne? Ich habe einen Kleiderschrank, wo ich viele Sachen sehr, sehr, sehr lange trage. So lange, bis es halt irgendwie nicht mehr mein Ziel ist oder so kaputt ist, man sie nicht mehr reparieren kann. Das, ja, so wurde ich erzogen, so ist es halt. Aber ich versuche auf jeden Fall, euch immer Alternativen zu verlinken. Ich weiß ja, dass viele auch Sachen nachkaufen wollen. Ja, ist jetzt bei dem Outfit ein bisschen schwierig, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr fröhlich. Zum Ende der Woche nochmal ein Galeristen-Look, wie Pablo das gerne mal tauft. Meine ich fühle mich wohl und mein Korean-Look, sagt er immer, weil als wir in Korea waren, hat er gesehen, wie mein Style sehr beeinflusst wurde, als ich in Korea gelebt habe. Egal. Auf jeden Fall ist heute ein sehr aufregender Tag und zwar können wir nochmal in die Wohnung und können die Wohnung komplett ausmessen. Das heißt, wir können danach anfangen richtig mit dem Plan. Kleiderschrank, Küche, Möbel, was behalten wir, was nicht, was kommt wohin. Und ich habe mir überlegt, dass ich eine Wohnungstour für euch abdrehe von der leeren Wohnung. Ich habe das noch nie gemacht. Keine Ahnung, wie das ankommt, aber weil ich jetzt diese ganze Reise mit euch
ja, zusammen erlebt habe, diese 9 Monate Suche und Verzweiflung und Hoffnung und Enttäuschung und so weiter, habe ich gedacht, jetzt, wo die Wohnung sicher ist, wir den Vertrag unterschrieben haben, möchte ich euch das auch nicht vorenthalten, will euch die leere Wohnung zeigen und dann mit euch zusammen am liebsten die Wohnung einrichten. Also ich will auch wirklich, dass ihr aktiv mitentscheidet, was würdet ihr empfehlen, Wände bemalen oder nicht, Küche, U-Form, L-Form, Kücheninsel, ja, nein, welche Möbel behalten und welche nicht und was wohin stellen. Also ich will wirklich, dass wir das zusammen machen, da habe ich richtig Lust drauf. Ja, und das drehen wir jetzt gleich ab, also wir müssen gleich los. Deswegen schnell das Outfit. Das ist dieses ganz klassische Oversize-Hemd von And Other Stories, habe ich schon ein paar Jahre und das ist eigentlich immer im Online-Shop. Ich weiß nicht, ob es, nee, ich glaube, das ist mittlerweile online exklusiv, was ich ziemlich blöd finde. Aber das ist ja so ein ganz weit geschnittenes Hemd, was man aber auch so in die Hose reinstecken kann oder so wie ich jetzt raustragen. Und das ist richtig schön dick und dadurch nicht durchscheint, was man drunter trägt. Und das habe ich sonst immer das Problem. Ich habe jahrelang nach so einem Hemd gesucht. Kann es euch sehr empfehlen. Es ist leider oft ausverkauft, aber ich weiß auch warum. Dann trage ich wieder diese Hose. Wie gesagt, ich kann es euch schwer empfehlen, diese Hose zu kaufen. Ist einfach die gemütlichste Hose ever. Und ich finde, sie sieht trotzdem schick aus, aber ist einfach so viel bequemer als jegliche Hosen, die ich besitze und Jeans. Dann habe ich jetzt einfach nur drüber geworfen. Es ist ziemlich warm heute, deswegen denke ich, ich werde ohne Jacke raus. Aber ich nehme den auf jeden Fall mit. Das ist der Mantel von And Other Stories, den es auf jeden Fall aktuell gibt. Dann werde ich sicherlich die Tasche von Arquette tragen. Die trage ich eigentlich jeden Tag. Und die Schuhe, das sind die New Competition Sneakers von Bali. Die habe ich ja jetzt auch schon echt lange. Und das sind meine Go-To-Sneakers, einfach weil die irgendwie weiß, schwarz sind, also sehr, sehr neutral, aber trotzdem durch diesen Retro-Faktor so ein bisschen besonders. Genau. Und jetzt geht's los in die neue Wohnung. Zum Sonntag hin, wie immer, ein eher gemütliches Outfit. Das Kleid habe ich schon länger, das ist von And Other Stories. Das habe ich ehrlich gesagt sehr, sehr oft im Büro an, weil das einfach eins von diesen Kleidern ist, wie ich das liebe, die so ganz locker sind und die man einfach so mal schnell drüber schmeißen kann. Genau, was wollte ich sagen? Ah ja, ich habe mir gerade die Strumpfhose angezogen und habe mir richtig, wie sagt man, so ein Dingsbums gezogen. Auf jeden Fall super nervig. Das heißt, ich muss jetzt nochmal die Strumpfhose wechseln. Ich habe aber eigentlich nur diese, die dünner ist und die anderen sind richtig aus Wolle und dick. Und dafür ist eigentlich heute viel zu warm. Also falls ihr einen Tipp habt, wo man richtig gut qualitativ hochwertige Strumpfhosen herbekommt, die aber nicht so dick und aus Wolle sind, also jetzt für das Wetter, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dann wollte ich euch ja noch zeigen, wie die Tasche aussieht, wenn man die länger hält. Und zwar, ich zeige es euch mal, das ist nämlich so, diese Strap, wie sagt man das denn? Henkel? Nee, Träger. Der hat hier einfach, ich zeige es euch mal so, das ist einfach hier so ein kleiner Knoten. Und wie ihr sehen könnt, mache ich immer meinen eigenen Knoten, je nachdem, wie lang ich die Tasche haben will. Also eigentlich wäre sie jetzt noch ein bisschen länger, so bis hierhin. Und jetzt so, finde ich, zum Überkreuztragen, finde ich die Länge eigentlich super, weil es sitzt auf meiner Hüfte. Und wenn ich so trage, mache ich sie halt immer kürzer. Und ich habe halt keine einzige Tasche, bei der das so einfach ist wie bei der hier. Ich finde das mega mit diesem Knoten einfach. Das fällt hier auch nicht auf in der Tasche. Es nimmt jetzt auch nicht super viel Platz weg oder so. Also ich finde es mega praktisch und ich mag die beiden Farben zusammen. Die Boots sind wieder die, achso, die Tasche ist die Arquette-Tasche, Kleid And Other Stories, Strumpfhose, glaube ich mal von H&M, nicht zu empfehlen. Und die Sockboots, das sind meine von Mango, aber ich sehe gerade, die sind so ein bisschen ausgeleiert. Also da müsste ich vielleicht nochmal gucken, ob ich was anderes finde, dass die ein bisschen enger wieder sind. Ach so, und ich habe heute das erste Mal meine Haare gewellt. Diese Woche hat ja die ganze Zeit gut geklappt mit nicht stylen, aber heute saßen die Haare irgendwie nicht. Deswegen habe ich sie jetzt gestylt. Ich habe dafür diesen Paul Mitchell Neuro Enge Lockenstab benutzt. Und ja, langsam kriege ich auch raus, wie ich es schön finde und dass die Locken eher Wellen sind als Locken. Weil das fand ich davor mit dem viel zu klein. Und so sind die aber schön, ja, leicht und trotzdem habe ich jetzt zum Beispiel nicht jede Strähne gewählt und ich finde es jetzt trotzdem nicht so auffällig. Make-up habe ich übrigens eigentlich die ganze Zeit das gleiche getragen. Seit ich sie habe, benutze ich meine
bei Terry Palette. Die haben ja auch einige von euch gewinnen können. Finde ich voll cool. Und natürlich kann sie jeder von euch auch so zusammenstellen. Ich kann auch mal reinschreiben, welche Farben ich genau gemischt habe für meinen Bronzer, Blush und mein Lidschattentrio. Habe ich nämlich aufgetragen, alle drei Farben aus der Palette. Und auch das Blush und den Bronzer. Ich liebe es sehr. Ich bin sehr froh, dass das alles gut zusammenpasst und ich nicht dann irgendwie unzufrieden bin. Ja. Das war es auf jeden Fall zu meinem What I Wore in a Week oder Week and a Half. Ein paar Tage ist halt manchmal so, habe ich euch ja schon beim letzten Mal gesagt, fühle ich mich einfach nicht wohl und habe ich einfach keine Lust, euch zu zeigen, wie ich mich gerade anziehe, weil ich einfach rumlaufe wie ein Schlumpf. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und bis dann. Ciao!